Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meiner London Chobawa DVD oder besser gesagt das Chobawa Londoner System. Was ist der Unterschied zwischen dem Londoner System und dem Chobawa London System? Ist natürlich die erste Frage, die wir uns stellen sollten. Und der Unterschied besteht darin, dass das Chobawa London System mit Springer C3 inkludiert ist. Warum es nach Chobawa benannt worden ist, ist relativ einfach zu erklären. Er war derjenige, der das zuallererst wirklich aktiv betrieb. Im Chobawa London System habe ich mir überlegt, das Ganze in fünf verschiedene Kapitel zu unterteilen. Im Kapitel 1 beschäftigen wir uns mit D4, D5, Springer C3, Springer F6, Läufer F4 und E6. Dieser Zug lässt jetzt das Ganze mit Springer B5 zu. Das Gute ist, wenn wir es schaffen, den Springer relativ frühzeitig umzugruppieren, haben wir nicht das Problem, dass der Springer auf C3 in einigen Stellungen nicht ganz so ideal steht. Das ist zum Beispiel jetzt mein Kapitel 1. Im Kapitel 2 beschäftigen wir uns nach Läufer F4 mit dem Zug C6, wo ich als beste Fortsetzung, wenn ich mich nicht irre, Dame D2 empfehle. Statt Dame D2 ist übrigens F3 der Hauptzug, aber ich finde Dame D2 wesentlich attraktiver, denn das Problem nach F3 besteht darin, dass ich nach Dame B6 keine guten Antwortzüge habe, dadurch, dass der Bauer auf B2 hängt und man ungerne B3 oder Turm B1 spielen möchte. Deshalb wird meine DVD sich ausschließlich mit dem Zug Dame D2 beschäftigen. Und hier untersuche ich zum einen den Zug Läufer F5 und zum anderen den Zug E6. Auch wird G6 auf meiner DVD beleuchtet, allerdings dann unter Kapitel 3, zu dem ich jetzt sofort kommen möchte. Im Kapitel 3 geht es um den Aufbau mit G6. Auf meiner alten DVD habe ich mich hier mittels E3, Läufer G7 und den H4-Plan bedient, aber ich dachte mir, dadurch, dass schon in fast allen Kapiteln ich gerne meinen Bauern auf F3 stellen möchte, wäre es angebracht, sich auch hier in dieser Stellung mit dem Aufbau Dame D2, zum Beispiel Läufer G7 und F3 zu beschäftigen. Hier in der Stellung kann man sich entscheiden, ob man sich mit C6 oder mit C5 orientieren will. Nach C5 allerdings hat Schwarz zumindest laut moderner Theorie die Nase vorn. Das würde ich nicht ganz so sehen. Ich würde sagen, C5 ist natürlich hier die beste Antwort, die Schwarz zu liefern hat. Aber Weiß hat keinesfalls irgendwelche Probleme oder auf gut Deutsch Igel zu kämmen. Im Kapitel 4 geht es um die ganze Systematik mit A6. Die Idee von A6 nach Läufer F4 ist relativ einfach zu erklären. Wir möchten nicht Springer B5 zulassen, sodass dieses Manöver oder diese Umgruppierung nicht einfach so funktioniert. Und nach dem Zug A6 empfehle ich hier, oh, jetzt müsste ich lügen, was habe ich hier empfohlen? Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Ja, ich empfehle den Zug E3 und nach E3 hat Schwarz unglaublich viele Möglichkeiten. Einer der Hauptzüge ist natürlich E6, ein anderer Hauptzug ist C5 und der letzte Hauptzug im Kapitel 4 wird bei mir Läufer F5 sein. Nach E6 habe ich mich für die wilde Variante mit G4 entschieden, denn ich denke, diese Variante ist unglaublich scharf und auch im Top-Level, Magnus Carlsen hat das ein paar Mal gespielt, auch beliebt. Nach C5 kann man sich fast als Faustregel merken, sobald man C5 aus schwarzer Sicht spielt und wir können den Bauern erstmal gratis nehmen, sollten wir das tun. Das ist auch hier der Fall nach DC5 und nach DC5 gibt es zwei wirklich wichtige Hauptzüge, zum einen E6, zum anderen Springer C6, aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit diesem System. Im letzten Abschnitt unserer DVD geht es dann nach Läufer F4
mit Läufer F5 weiter. Dieser Zug ist natürlich auch sehr beliebt bei den Schwarzen. Und natürlich nach Läufer F5 muss man sich auch überlegen, wie man sich hier aufbaut. In der Stellung habe ich mich entschieden, mit Springer F3 und Springer E5 Ideen zu verfahren. Denn die ganze Systematik mit F3, die wunderbar in das System mit C6 passt hier ohne C6 nicht wirklich rein, denn nach F3 muss sich Schwarz nicht mit C6 aufbauen, sondern würde versuchen, mit A6 und C5 sofort Druck im Zentrum zu machen. Deshalb schlage ich hier den Zug Springer F3 vor. Das ist erstmal ein ganz kurzer Überblick über meine DVD und die 5 Kapitel, die ich euch zeige. Jetzt noch mal ganz kurz, warum nach D4, D5 Springer C3 und nicht Läufer F4? Das ist dem Fakt geschuldet, dass Jobawa London ich als Springer C3 in erster Linie sehe und nicht als Läufer F4. Natürlich haben beide Zugfolgen ihre Vor- und Nachteile, zum Beispiel hier nach E6. Als auch C6 kann ich nichts Besseres außer E4 empfehlen und man muss sich halt mit Karo Kann oder Französisch auseinandersetzen. Das gleiche gilt nach Springer C3 für C5. Hier kann man auch nicht mehr mit Läufer F4 spielen, sondern müsste mit E4 sich ja, zufrieden geben. Wenn ich mit Läufer F4 anfange, ist das natürlich möglich, aber zum Beispiel nach Springer F6 und E3 habe ich nie wieder die Option, mit F3 und Dame D2 zu spielen. Und das ist etwas, was mich dann natürlich ärgert, weil es nichts mehr konkret mit dem Jobawa Londoner System an sich zu tun hat. Und das sind halt die Vor- und Nachteile, die beide Zugfolgen mit sich bringen. Letztendlich denke ich, gibt die ganze DVD einen wunderbaren Überblick über alle Möglichkeiten, die es mit Springer C3 und Läufer F4 so gibt. Plus enthält es eine ganze Menge Neuerungen, denn selbst auf Top-Level gibt es einige Stellungen, die nicht exakt gespielt wurden. Vor allem Jobawa hat nicht immer die beste Fortsetzung in seinen Stellungen parat. Und mit den Neuerungen, die ich in dieser DVD euch gebe, kann ich zumindest eine gute Richtung euch zeigen, wie es besser geht oder wie ihr noch mehr aus den Stellungen rausholen könnt. Ja, eigentlich war es das auch schon zu meinem kleinen Intro. Ich hoffe, euch wird diese DVD gefallen und ihr habt eine Menge Spaß damit. Im letzten Teil natürlich, wie ihr alle wisst, gibt es immer einen Übungsteil. Da könnt ihr überprüfen, was ihr noch im Kopf habt. Ich habe diesen Übungsteil hauptsächlich auf Taktik gelegt, denn das Jobawa London System hat eine ganze Menge taktische Tricks auf Lager. Das war selbst für mich überraschend. Also noch einmal, ich wünsche euch allen viel Spaß mit der DVD und ich hoffe, dass es euch einige Siege einheimsen wird.